Ja, und da sind wir auch schon wieder das dritte Mal heute im Stream bei Twitch. Heute Morgen arg eben noch mal schnell zwei Level bei WoW gemacht. Und jetzt machen wir The Division. Wir wollen noch ein bisschen Dark Zone plündern gehen. Oder die Dark Zone plündert uns, so wie gestern. Was ihr übrigens bei YouTube sehen könnt, wenn ihr möchtet. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt ins Spiel. Der Dark ist schon da. Natürlich, wie immer. Ja. Und ich hoffe, ich wünsche mir, zumindest heute mal irgendwas Vernünftiges nach Hause zu bringen. Und schauen wir mal. Ich starte das Spiel. Nein, du musst mir gleich nur noch dann eben bei mir beitreten, dann spawnst du direkt am Eingang der Dark Zone. Okay. Oh, ich habe schon eine ganze Flasche gebraucht. Das muss ich vielleicht mal ein bisschen vorzubereiten. Aber egal. Sollte mir vielleicht auch mal was zu trinken holen. Ja. Ah, ich habe gerade 2 Liter Milch getrunken, also Oh. habe so ein bisschen Kalziummangel, glaube ich. Über 2 Liter Milch, ja. Irgendwie mag mein Aufnahmeprogramm dieses Spiel nicht. Aber er jetzt wieder Bilder verwirft. Aber wir warten mal, wir bleiben noch einen Moment. Geh du dir was zu trinken holen. Ich warte, bis die Zahlen hier sich wieder beruhigen. Ja, ich stelle mich eben vor den Eingang mit der Dark Zone. Weil letztes Mal konntest du dich ja nicht in die Dark Zone zu mir reinporten. Nee, das ging nicht. Also stelle ich mich jetzt hier vor, gucke mich kurz ein bisschen um. Mein liebes Aufnahmeprogramm, warum? Ne, geht langsam runter. So, wir müssen. Sie finden Ihren Ausstattungswert im Hauptmenü, wo er auch für andere Spieler sichtbar ist. Er handelt sich dabei um den durchschnittlichen Wert aller angelegten Ausrüstungsteile. Ja, das kenne ich schon. Nee, I war falsch. Escape, ne? Was denn? So, Oh, geht auch. wo geht auch? Mit O kommst du direkt ins Gruppenmenü. Ja, aber er zeigt dich nicht. Gruppenverwaltung. Ich werde angeladen. Dann porten wir. Ich habe mir derweil mal einen kleinen Dark Zone Guide angeguckt. Ein bisschen Klamotten looten, also Bosse looten. Und wir können auch nur in diesen unteren beiden Ebenen rumlaufen. Oder in der unteren Ebene rumlaufen. Weil die für Wert 0 bis 160 ist. Können auch mal nachgucken kurz. Ja, 0 bis 160, die da drüber ist auch 0 bis 160. Okay. Die ersten zwei Zonen sind also unsere. Ja. Ich gehe jetzt auch gleich direkt erstmal an Namen. Gut, dass du das, was der King auch mal zu uns gesagt hat. Das ist in der dritten Dark Zone da oben. Das ist das Zeug, das sie brauchen. Das ist dann aufs Maul, Chris. Ne, die dritte Zone ist im Prinzip schon ab Übertragung Level, gestört. Also Level Empfang höher nur als im der Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet.
Warnung. Sie betreten die Darkzone. Ja, diese Warnung nehme ich immer mehr ernst. Und da sind auch schon die ersten Honky-Tonks. Aber die interessieren uns auch nicht. Weil auf der linken Seite sind scheinbar Menschenkiller. Auf der rechten Seite Killer. Doch, die interessieren uns sehr wohl. Hm? Die Monster interessieren uns sehr wohl, die wollen wir töten. Dass ich auf den Heino gehört habe. Ich werde von hinten beschossen, oder? Okay. Was haben wir denn? Die wöchentliche Aufgabe gibt es jeden Tag? Ja. Bonnie, haha. Wo ist Kleid? Was? Da läuft Bonnie rum. Ich hab gefragt, wo ist Kleid? Bonnie ist tot. Bonnie hat das gemacht. Ja, das ist ein Bossgegner, aber also einen Namen hat der gut, aber. Ich schieße jetzt? Einer lebt noch. Ist tot. Ist interessant, sobald sie die Rüstung verlieren, machst du die komplett platt, ne? Solange sie noch die Rüstung haben, ist damit schon mal ein bisschen Problem. Den hier. SAG nehmen wir erstmal mit. Und bitte. Eine gelbe Elektronik. In der Hoffnung, dass die noch nicht gelootet wurde. Nein, sie wurde schon gelootet. Kannst du geben. Da war eine Darkzone-Schlüsselkiste, aber die ist schon durch. Cash. So, ich muss gerade mal Map kurz gucken. Die Jungs da drüben jetzt mal? Ja, auf jeden Fall. Dafür jetzt wäre wieder ein freundlich, ne? Sonst kriegen sie was aus dem Maul. Haben wir ja gestern gesehen, Herr Kollege, ne? Mit dem Unterschied, dass ich jetzt knapp 40.000 Schaden mehr mache als vorher. Deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Truhe. Lila. Ja, Lila ist auch schön. Na, geht klar. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Ah, das sind die anderen beiden Typen, die sind auch hier. Ähnliche Bewaffnung wie wir. Vom Schaden her.
Sagt ihr denn ähnliche Bewaffnung wie wir vom Schaden her? Sind wir hier fertig? Jetzt gerade außen dann rechts. Oh. Oh, M44 grün. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen. Da kam gerade was Grünes rausgeschossen. Oh, schön. Einmal hier unten gucken. Hier ist ja nochmal so ein Filter gedrängt, kommt in die Nähe, vielleicht finden wir was. Hoffen wir mal, dass jetzt was drin ist. Ja, das ist gut. Das ist unser Haus! Habt ihr die? Ne quoi? Drei Spieler, drei andere. Alter, jetzt geht mir die Pumpe. Warte, ich muss looten. Ne, du stirbst jetzt gerade, mein Freund. Warum? Ja, warst du fast tot. Haben die auf mich geschossen? Die haben, ja, raus. Ich glaube schon. Ja, komm. So eine Scheiße. Drecks PvP. Gut, können wir später hin. Nee, darum geht's nicht. Ich hab den gerade die Kiste weggelootet. Wo bist du? Papier, Papier, Papier. Wo ist er? Warte. Hinter dem Auto hier. Was? Warte. Ja, wir haben es bestimmt schon mehr drauf. Den Typen oben haben sie auf jeden Fall gekillt. Der Loot ist auf jeden Fall für uns sicher, weil ich den angeschossen habe. Kiste angezeigt. Sind oben über uns. Ist, ja, es wäre von denen das nicht erkannt, ne? Nee.
Das ging zu schnell. Was ist denn jetzt? Kann man da hoch? Komm hoch. Ich hab schon wieder schweißnass sehen. Lass mal hier oben drin ein bisschen abwarten. Ja, ich wollte mich nicht direkt auf die Straße setzen. Vielleicht sehe ich die ja gleich und wenn ich die erkennen kann, dass die ein niedriges Level haben als wir. Vom Equipment her. Wenn die aber zu dritt waren, lass es. Ja. Die waren eben zu dritt da. Und der wichst hier gerade extrem mit Scharfschützenwänden. Ich sagte, irgendwer wichst hier extrem mit Scharfschützengewehren rum. Ich glaube, wir wurden gerade entdeckt. Oder? Hm. Wir sitzen auf jeden Fall noch im Gebäude drin. Jetzt laufen sie hinten runter. Ja, das ist geil, ne? Mit dem ja. Impulsgeber ist echt angenehm. Wir sehen uns aber auch nur, wenn die das haben, wenn wir uns bewegen, ne? Ansonsten also ist einer runtergekommen. Ich weiß nicht, was machen wir weiter, der sucht irgendwas. Ja, der steht jetzt da. Wahrscheinlich hat er geguckt, ob wir noch draußen sind. Da geht ein Seil hoch. Ja, ja. Also ich kann es einstellen, dass der Impulsgeber, dass wenn ich den Impulsgeber anmache... Jetzt sind sie alle unten. Wir von dem Komm Impulsgeber. Kommen zu uns. Verdeckt, warte doch einfach. Wir sind zu dritt, siehst du, was habe ich ja, gesagt? Ja, ganz schön. Da sind sie. Geh runter. Komm in Zufall. Einfach runter, John. Ich weiß, wo wir in der Thema sind. Und laufen. Und noch für Kork? Schau. Alter. Wir haben sie genauso erschrocken wie wir. Wir gehen jetzt zurück in das Gebäude, wo die da drin waren. Okay. Schön gut haben. Aber hier rein, ne? Ne, hier hoch. Ich muss mal eben nachladen, Moment. Ne, ich weiß nicht mehr. Ich guck nur schon mal. Ja, ich geh hin. Okay, dann gut. Ich denke mal, dass Division-Sachen werden so, also die Division-Tech werden sie gelootet haben. Ja, zwei Phoenix-Credits gab es hier für den gelben. Ja, und zwei Dark Sound-Schlüssel. Wo unten ist auch gelber Loot. Von mir. Was? Okay. Und dann? Ich hätte nur blau. Ich muss nicht immer solche Panik haben. Panik macht noch einen Fehler. Ein Soldat denkt nicht, er führt Befehle aus. Das solltest du dir merken. Okay. Kiste. Ja. RPK 74 Classic Inventar voll. Moment. Erstmal den Scheiß noch bestätigen muss, Und blaue da, die können auch weg. Okay.
Zeug. Nehmen wir noch mit. Und wir haben jetzt exakt noch einen Platz frei. Und dann bist du voll? Dann bin ich voll. Okay. Wo geht's denn runter? Wo geht's hier runter? Blind? Ja. Ah, hier geht. Ja, hier. Okay. Zwei gelbe Sachen. Warte. Eins schnell zerlegen und dann RPK. Ach komm, die brauche ich ja gar nicht. Dann gehst du vorne raus, ne? So, ich bin voll. Warte. Guck mal hier. P416 Militärversion. So, und jetzt bergen bitte. Ja, durch Bergen müssen wir durch den ganzen großen Gebiet durch. Nix an dem? Nee. Ja, gut. Bereit? Warte. Nee, warte. Wir haben es zuerst nicht. Ist der Typ ist hinter uns. Oh, ich liege. Scheiße, Marke. Okay, nach voraus. Wo ist weiter?